Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Zum Beispiel Niveau unter Null. Unter Null findet auch dieses Jahr wieder statt, wenn auch woanders. Aber soweit, woanders auch nicht, egal. Das Gimmick in diesem Jahr ist eine Krawatte, ne? Also eine Krawatte. Ich habe da hinten ganz viele, aber also Krawatte, das kann man ja zerlegen. Ne? Einmal in Kra, das ist ein malaiischer Isthmus, das ist ein grönländischer Minuskel und so weiter. Aber Watte. Da habe ich natürlich recherchiert, Watte, und habe da ganz interessante und wichtige Hintergründe aufdecken können zur Definition von Watte. Also als Teil von Kra. Ne? M, genau. Also, ich beginne jetzt mal und zwar folgendermaßen. Watte. Eine Watte ist grundsätzlich ein loses Gefüge von Fasern oder Fäden, die nur aufgrund der Haftung untereinander ein Volumengefüge ergeben. Dabei werden Watten aus Fasern als Faserwatten und Watten aus Fäden als Fadenwatten bezeichnet. Ja, also die gebräuchlichste Watte ist ein hauptsächlich aus Zellstoff der Baumwolle, aus Viskose oder auch aus synthetischen Fasern wie Polyester bestehendes weiches Material. Es dient zum Beispiel der Kosmetik, dem Schutz des Gehörganges oder der Wundversorgung, Verbandswatte. Weiterhin findet Watte Verwendung in der Damen- und Herren-Oma-Bekleidung zum Auswattieren von Sackos. Für die Kosmetik wird die Watte zum Beispiel zu Watte-Pads, Wattebällchen, Wattebällchen oder auch Wattestäbchen weiterverarbeitet und zum Beispiel zum Entfernen von Schminke, also zur Gesichtsreinigung verwendet. Auch Tampons und Damenminen bestehen größtenteils. Na, ihr wisst schon, ne? Also, ja, und dann gibt es natürlich auch noch andere Dinge, aber hierzu jetzt eigentlich nicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Avatarinnen und Avatare. immer dran denken, Niveau unter Null, auch dieses Jahr wieder im Dezember in Ludwigshafen am Rhein. Aber das andere Ludwigshafen gibt es in der Form, ne? Also war mal nichts Schlimmes. Also. Aber ne? Also freue mich, wenn ihr kommt, freue mich euch zu sehen. Da gibt es Krawatten. Lyrik-Gedichte zum Thema und ich werde mutmaßlich nur mit Krawatten bekleiden erscheinen. Aber ihr könnt ruhig trotzdem
Gerne kommen. Alles Gute, bis bald und see you.